Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 390. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute den zweiten Teil von dem Elfenmärchen vom letzten Mal vor. Und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute mal so ganz ohne Housekeeping, ist einfach nichts los. Bis auf die Tatsache, dass diese Episode eigentlich erst nächste Woche Dienstag aufgenommen und ausgestrahlt werden sollte. Aber da bin ich unterwegs mit der Firma und Holgi kann heute zufällig nicht und deswegen ziehe ich das hier vor. Leider kommt die nächste Episode dann, wie gesagt, erst in 3 Wochen statt wie gewohnt in 2 Wochen. Aber wenn euch das stört, dann ladet diese Episode einfach oder hört euch diese Episode auf dem Markt, die sie schon runtergeladen, sonst könntet ihr das jetzt nicht hören. Hört sie euch erst in einer Woche an, dann ist alles wieder richtig. Ich veröffentliche sie trotzdem jetzt schon. Ja, genau. Thema habe ich mir für heute ausgedacht. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Vollkommen überraschend und noch nie da gewesen. Nein, ich glaube, ich habe schon echt oft darüber gesprochen. Ehrgeiz habe ich zumindest schon mal angesprochen, wenn es um Sport geht. Und irgendwie habe ich mich in letzter Zeit wieder mehr mit dem Thema Sport beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wie es kommt. Vielleicht daher, dass ich gerade so viel Sport mache. Auch heute war ich schon wieder sportlich sehr aktiv. Ich bin mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren zur Arbeit und das sind halt pro Strecke 35 Kilometer. Und da war ich ganz fein zu Wege, denn die Sonne hat herrlich geschienen. Heute Morgen, als ich hingefahren bin, war sie gerade aufgegangen und die Lufttemperatur lag irgendwie, als ich aufgestanden bin, war sie noch bei 2 Grad plus Celsius. Es war ausnahmsweise mal kein Bodenfrost. Das heißt, als ich dann losgefahren bin, eine Stunde später, waren es vielleicht schon 5 Grad oder so. Also es waren keine Frosttemperatur, aber auch nicht wirklich warm, sodass ich mich schon noch irgendwie so mit 3 Lagen angezogen hatte, ein dickes Halstuch, noch eine dicke Thermo-Tight, meine Lauf-Tight über der Fahrradhose. Die ist nämlich nur so eine halbe Hose und Handschuhen und so und Mütze unterm Helm. So bin ich hingefahren auf dem Rückweg, sah das dann schon ganz anders aus. Da habe ich natürlich dann die Thermoteils weggelassen und bin auch nur noch 2-lagig obenrum zurückgefahren. Das brauchte ich aber schon noch, obwohl es irgendwie 17 Grad waren oder so. Der Wind war trotzdem noch frisch. Es gab einen ordentlichen Gegenwind, nein, ordentlich nicht. Es war ein leichter Gegenwind, sag ich mal, auf dem Rückweg. Und ich habe neu an meinem Fahrrad Klickpedale. Ja, Klickpedale. Habe ich viel schon drüber gehört. Ich habe mich da eigentlich immer gegen gesträubt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich dagegen gesträubt habe. Und jetzt war das so, dass meine Frau, aus einem Grund, den ich dann gleich erzähle, gerade ein Rennrad ausgeliehen hat. Und an dem ausgeliehenen Rennrad waren Klickpedale dran. Und sie wollte aber gerne nicht mit Klickpedalen fahren. Und dann dachte ich, ach, ich wollte doch schon immer mal Klickpedale haben. Habe mir dann welche gekauft von Shimano, die man so umdrehen kann. Also na gut, alle Pedale kann man umdrehen, aber bei diesen hier kann man auf der einen Seite mit normalen Schuhen fahren und auf der anderen Seite mit Klickschuhen fahren. SPD heißen die, glaube ich. Irgendwie hat nichts mit der Politik oder Partei zu tun. Aber das ist so ein Mountainbike-Kombi-Pedal. Ganz praktisch. Klickpedal bedeutet, dass man an die Unterseite der Schuhe so kleine Metallplatten anschraubt. Das ging bei mir ganz gut. Ich hatte, schon seit 2 Jahren, habe ich mir mal so Fahrradschuhe gekauft. Da sind unten Bohrlöcher drin, die waren bisher abgedeckt, aber einfach so eine Gummisohle drüber. Musste ich so mit einem Cuttermesser irgendwie ein bisschen aufschlitzen und dann das Gummi da rausnehmen. Und dann konnte ich da halt so Metallplatten drunter schrauben. Die sind aber einigermaßen bündig mit der relativ dicken Gummisohle bei diesen Fahrradschuhen. Das sind so VD Mountainbike-Fahrradschuhe, die auch als Wanderschuhe gehen.
Und die Pedale sind dann eben so, dass auf der einen Seite ein ganz normales Fahrradpedal ist, wo irgendwie so ein bisschen Riffel und große Fläche sind für normale Schuhe. Und auf der anderen Seite ist eine kleine Fassung, wo man mit dieser Metallplatte, die unter den Schuhen ist, so reinklicken kann. Deswegen heißen sie Klickpedale. Und wenn man dann eingeklickt ist, dann ist der Schuh fest mit dem Pedal verbunden. Und dann fährt man halt ganz anders. Dann drückt man das Pedal nämlich nicht immer nur runter, wenn das gerade vorne ist, sondern man kann auch also die ganze Kreisbewegung mit dem Bein mitfahren. Das heißt, insbesondere zieht man es dann hinten auch wieder hoch, das Pedal, während man es auf der anderen Seite runterdrückt. Dadurch hat man halt die ganze Zeit über Kraft auf beiden Pedalen und nicht immer nur auf einem Pedal, so abwechselnd links und rechts. Macht ein deutlich flüssigeres Fahrgefühl. Ist eine ganz andere muskuläre Belastung, weil man eben auch viel mehr zieht. Und dadurch kann man natürlich, wenn man denn will, eigentlich auch schneller fahren. Tatsächlich fahre ich damit auch schneller. Aber, und jetzt muss ich mal ganz tief in mich gehen, geht es mir darum oder geht es mir darum nicht? Das Thema der Sendung ist nämlich Ehrgeiz und wie ich dagegen ankomme. Denn ich habe schon ganz oft festgestellt, dass mein Ehrgeiz mir ganz häufig ein Bein stellt und ein Problem für mich wird. Denn ich bin ein recht zielstrebiger Mensch, beziehungsweise ein hartnäckiger Mensch. Wenn ich mir ein Ziel setze, dann bin ich auch immer recht hartnäckig dabei, um das zu erreichen. Das war vor allem früher so, als ich irgendwie das Ziel hatte, Marathon zu laufen, da bin ich halt irgendwie hartnäckig dran geblieben. Oder als ich das Ziel hatte, eine Doktorarbeit zu schreiben, da bin ich halt hartnäckig dabei geblieben und habe das dann auch fertig gemacht. Und ja, so habe ich halt immer auch größere Ziele, die ich mir gesteckt habe in meinem Leben, hartnäckig erreicht. Und dazu gehört natürlich auch eine Menge Ehrgeiz, wenn man sich dann allerdings Ziele setzt, die vielleicht über das hinausgehen, was einem Spaß bringt, und man muss dann mit Hartnäckigkeit dieses Ziel erreichen, dann ist das manchmal halt gar nicht so sinnvoll. Vor allem, wenn man bei dem Stecken des Ziels nicht drauf geachtet hat, ob das ein gesundes oder ein gutes Ziel ist. Und das ist mir passiert beim Laufen. Ich laufe ja jetzt schon, gestern übrigens gab es ein Interview mit mir in dem Podcast Lass Laufen. Gibt es auf Soundcloud. Könnt ihr mal reinhören. Episode 11 oder so. Also die gibt es noch nicht so lange. Drei Physiotherapeuten. Und die haben mir ein paar Fragen gestellt zu meiner Laufgeschichte. Deswegen ist es auch, also das passte irgendwie gerade alles ganz gut zusammen, weil ich mir eh Gedanken zu diesen Themen gemacht hatte. Ich laufe seit ungefähr 1997, bin 2001 zweimal Marathon gelaufen, im Frühjahr Hamburg und im Herbst Berlin. Und danach ist es immer wieder so ein bisschen eingeschlafen, das Thema Laufen. Ich habe es so halbwegs kontinuierlich immer mal wieder gemacht. Aber also nie den ganzen Winter durch, bis auf dieses Jahr. Also dieses Jahr 2016, 2017 bin ich zum ersten Mal den Winter durchgelaufen. Es gibt ja dieses Sprichwort, Athleten werden im Winter geschmiedet, denn wer den Winter über durchtrainiert, der muss im Frühjahr dann nicht neu anfangen. Habe ich bisher halt nie geschafft. Ich musste immer im Frühjahr neu anfangen, weil ich im Winter irgendwie zu wenig Zeit, zu wenig Licht und irgendwie Erkältungskrankheiten und irgendwelche blöden Ausreden hatte ich dann immer. Und trotzdem war der Ehrgeiz da, dass ich mich beim Laufen, da ging es dann auch immer um Leistungssteigerung. Ich weiß gar nicht, warum genau. Ein guter Freund von mir, der Christian, der hatte Sport studiert und da ging es dann auch natürlich auch immer um Leistungsdiagnostik und so. Er musste dann mal, um irgendwie einen Schein zu kriegen von 3, 4, 5 verschiedenen Leuten, eine Leistungsdiagnostik machen, und da hat er mich eingeladen. Dann durfte ich halt auch mal an der Uni auf so einem Fahrrad sitzen mit einer, wie heißt das, Spirometer, so eine Maske, wo man dann durchatmet und der Gerät misst, wie viel Sauerstoff ein- und dann wieder ausgeatmet wird, um zu messen, wie viel Sauerstoff durch die Lunge im Körper gebunden wird.
Und Laktattest mit ins Ohr pieken war auch mit dabei und sowas. Ja. Ja, deswegen hatte ich irgendwie eine Affinität, glaube ich, davon. Ich glaube, das kommt nicht nur daher, sondern insgesamt war es dann halt so, dass ich dann, als ich die Marathonläufe dann geschafft hatte, den ersten irgendwie nicht besonders schnell und den zweiten noch langsamer, weil ich für den gar nicht trainiert hatte. Da war für mich dann aber klar, sollte ich jemals wieder versuchen, einen Marathon zu laufen, dann geht es nicht mehr um mal sehen, ob ich es schaffe, weil ich habe das ja schon geschafft, sondern da geht es dann um eine bessere Zeit oder ja genau, oder vielleicht ein Ultramarathon. Die 100 Kilometer von Biel habe ich auch schon mal eine Episode darüber gemacht. Das wäre natürlich ein Traum, bei sowas mal mitzumachen, obwohl ich natürlich weiß, dass es eigentlich totaler Quatsch ist und ungesund. Aber naja, das sind dann halt so die Ziele. Und dann ist es mir halt immer mal wieder passiert, dass ich dann zu schnell zu viel gewollt habe und zu schnell die Strecke verlängert habe, die ich dann gelaufen bin, oder zu schnell geworden bin, beziehungsweise zu viel Gas gegeben habe und mir dann immer irgendwie so kleine Wehwehchen zugezogen habe. Weiß nicht, kleine Sehnenreizungen oder was weiß ich, was das dann immer war. Zerrungen, keine Ahnung was. So, und das hat mich dann auch immer wieder zurückgeworfen. Und deswegen hat es mich schon immer irgendwie genervt, dass dieser Ehrgeiz mir dann immer mal wieder im Weg steht. Und seit ich letztes Jahr angefangen habe mit dem Barfußlaufen, dazu hatte ich ja auch schon eine Episode gemacht, relativ bald, nachdem ich damit angefangen hatte. Seitdem ist es mir gelungen, von diesem Ehrgeiz so zum großen Teil wegzukommen. Denn Barfußlaufen ist eine komplett andere körperliche Belastung als Laufen mit Schuhen. Ich laufe zwar nicht wirklich barfuß, sondern mit so Socken drunter. Leguano-Laufsocken sind das irgendwie. Die haben unten eine Kunststoffsohle mit so Noppen, dass man ein bisschen Halt hat und Schutz vor Schnittverletzungen, aber keinerlei Dämpfung. Die ist also sehr, sehr dünn. Ich habe da kein Polster, keine Sprengung. Also die sind hinten nicht höher als vorne. Und da hat man also dann, wenn man dann auf der Ferse landet, keinen Dämpfungsschutz wie bei einem normalen Laufschuh. Und dadurch muss man halt ganz anders laufen. Nennt sich auch Natural Running, weil die Menschen früher ja auch keine super gedämpften Sportschuhe hatten und trotzdem laufen konnten. Dann landet man halt automatisch, weil es anders halt zu sehr weh tut, auf dem Vorfuß oder auf dem Mittelfuß, so seitlich. Und das ist eine ganz andere Belastung für Bänder und Sehnen im Fußgelenk, im Fuß selber und auch ansonsten natürlich auch für die Muskeln, also die Wade wird viel mehr belastet und so. Und da muss man sich neu rankämpfen. Und selbst wenn der Muskel dann, wenn alle Muskeln ausreichend stark sind, um da keine schlimmen Muskelkater mehr zu haben, darf man trotzdem nicht gleich wieder Vollgas geben und in die Leistungssteigerung gehen. Denn die Bänder und Sehnen brauchen ein bisschen länger als die Muskeln, um sich an die neue Belastung zu gewöhnen. Ja, und das hat mir geholfen. Also diese Ansage, du darfst gar nicht jetzt irgendwie schneller, höher, weiter, sondern mach mal ruhig langsam. Und dadurch habe ich dann auch viel Zeit damit verbracht, zu gucken, wie laufe ich denn überhaupt. Also dieses Vorfußlaufen, das muss dann eben auch geübt werden, wie man dann richtig landet. Ein halbes Jahr später mit meiner neuen Laufuhr von Garmin kam da auch noch Laufeffizienzanalyse dazu, weil die noch so misst, wie viel vertikale Bewegung ich denn in meinem Lauf drin habe. Das heißt, wie hoch ich springe. Man soll ja nicht springen, sondern man soll nach vorne laufen beim Laufen. Das heißt, alle Energie, die nach oben geht, ist halt eigentlich dann verlorene Energie. Und ja, das hat meinen Laufstil komplett verändert. Und dadurch, dass es dann halt eine komplett neue Sportart ist und ich dann auch manchmal mit Schuhen laufe und manchmal barfuß, vergleiche ich nicht mehr so unbedingt direkt die Läufe miteinander. Ich merke, dass ich deutlich schneller geworden bin. Also ich laufe im Moment so schnell, wie ich noch nie laufen konnte. Das ist aber nicht unbedingt das Ergebnis eines gezielten
Leistungssteigerungstrainings, sondern es ist halt so passiert. Ich bin halt einfach viel gelaufen, weil es mir viel Spaß bringt und ich das irgendwie gut geschafft habe. Ein Arbeitskollege hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt den Winter über immer mittwochs Mittag in der Mittagspause mit ihm zusammen die Elbe runter und wieder hochgelaufen bin. Das macht halt Spaß. Und der ist Triathlet, der trainiert sehr viel. Da sprechen wir natürlich auch über Laufstil und Effizienz und Training und so. Aber es ist mir wirklich nicht mehr wichtig, wie schnell ich gerade laufe oder wie weit ich gerade laufe, sondern mir ist nur noch wichtig, dass, also mein Primärziel ist ja nach wie vor schon immer gewesen, Erhalt meiner körperlichen Fitness und Gesundheit, Vermeidung von Übergewicht und ja, allgemein Gesundheit eigentlich. Aber jetzt ist dieses Sekundärziel der Freude am Laufen auf einmal viel, viel größer geworden. Also ich habe viel, viel mehr Spaß am Laufen, als ich das noch hatte, als es mir dann auch immer wieder darum ging, schneller zu werden, weitere Strecken zu laufen und irgendwie eine Leistungssteigerung in dieser oder jener Hinsicht zu erreichen. Und das finde ich super. Also, und dadurch erreiche ich übrigens aus Versehen auch im Nebeneffekt als Tertiärziel quasi eine Leistungssteigerung. Und die nehme ich hin, freudig und freue mich darüber, aber die ist halt nicht mehr so wichtig, die steht nicht im Vordergrund. Und das macht Spaß. Also das ist genau richtig so. Beim Fahrradfahren ist das Ganze ein bisschen anders, denn das mache ich ja gar nicht so als Sport, um irgendwie, also da hatte ich nie das Ziel der Leistungssteigerung, obwohl ich das natürlich schon interessant finde, ob ich die Strecke nach Finkenwerder und zurück jetzt irgendwie in 1,5 Stunden oder in 1:20 oder in 1:40 fahre. Aber so groß sind die Unterschiede da gar nicht. Das hängt dann immer mehr vom Wind ab, vom Gegenwind oder vom Rückenwind, als von meiner Leistung. Ich bin ja eh kein Rennradler, obwohl ich eigentlich ganz gerne ein Rennrad hätte. Das ist ja auch ein Rennrad, was ich da eigentlich fahre, aber es hat keinen Rennradlenker. Letztendlich ist es aber echt wurscht. Und an so Tagen wie heute, also der erste wirklich warme Tag im Jahr, und auch morgens war es halt einfach schon wunderschönes Wetter mit strahlendem Sonnenschein. Und ich finde es einfach total geil, bei Sonnenaufgang hier über die Wiesen zu fahren, denn meine Fahrradstrecke ist wirklich unsagbar schön. Geht fast nur übers Land auf asphaltierten Gemeindeverbindungsstraßen und wenn ich dann so da einsam vor mich hin fahre und mein Schatten ewig weit links von mir über die Felder fällt, weil die Sonne gerade aufgeht und einfach nichts im Weg steht, was dann den Schatten bremsen könnte, das ist richtig toll. Also das sieht schön aus, das macht Spaß und ich habe da jetzt auch Freude dran gefunden, obwohl Radfahren eigentlich nicht so wirklich meins ist. Also Radsport habe ich noch nie irgendwas mit anfangen können. Mittlerweile habe ich Freude an dieser Tätigkeit gefunden und auch Spaß dran, dann schnell zu fahren, sonst hätte ich mir diese Klickpedale nicht gekauft. Aber das hat halt nichts mit Ehrgeiz zu tun, glaube ich. Bin ich jetzt gerade ganz ehrlich mit mir? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist natürlich ein bisschen Ehrgeiz dabei, aber kein Ehrgeiz, der im Vordergrund steht. Der Ehrgeiz, der mich dazu bringt, jetzt einmal die Woche mit dem Fahrrad zu fahren, ist der, dass ich halt ausreichend Sport machen möchte, um mein Gewichtsziel zu erreichen. Und das ist auch ein Ehrgeiz, wo ich jetzt die letzte Zeit immer mal wieder gezweifelt habe, ob das noch so richtig ist. Wenn man mich anguckt, dann, ich habe schon den Vorwurf bekommen, ich sei ein Hungerhaken oder ich soll mal aufhören mit Abnehmen, denn ich habe abgenommen. Seit Oktober letzten Jahres habe ich abgespeckt von 103 Kilo, die ich irgendwie Anfang Oktober noch gewogen habe, auf jetzt 94. 9 Kilo also abgenommen. Wobei ich zwischendurch die Waage gewechselt habe und die neue Waage ist so ein bisschen höher als die alte. Also auf der alten Waage, wenn ich mich da richtig hingestellt habe, die konnte man ganz gut beschummeln. Also da schaffe ich es auch jetzt schon unter 92 Kilo zu wiegen, wenn ich mich so ein bisschen nach hinten lehne oder so. Also ist irgendwie, die ist halt einfach kaputt oder misst halt nicht richtig.
Und deswegen kann ich es nicht ganz genau vergleichen zu den Werten, die ich damals gemessen habe. Ich weiß aber nicht, ob ich mich mit den 103 Kilo auch schon so hingestellt habe auf der Waage, dass ich möglichst wenig wiege. Und keine Ahnung. Aber ich habe ordentlich abgenommen. Und weil das so leicht ging, ich habe einfach irgendwie 2 Kilo pro Monat abgenommen, indem ich im Schnitt täglich 500 Kalorien weniger zu mir genommen habe, als ich verbraucht habe. Was halt vor allem durch Ernährung geht, aber dann auch natürlich leichter, wenn man ordentlich Sport macht. Also die beiden Fahrradtouren heute, sagt meine Garmin-Uhr, haben jeweils 930 Kalorien oder so verbraucht. Ne? Und wenn dann einfach mal 2000 Kalorien zusätzlich verbraucht sind, dann ist es schon fast schwierig, die irgendwie zu kompensieren. Allerdings habe ich das ganze letzte Jahr über bis Oktober ja ganz gut geschafft. Ne? Dann trinkt man einfach abends nochmal 3 Bier oder so und isst eine Tüte Chips und wumms, sind die 2000 Kalorien wieder drauf. Geht auch, aber na, das Fahrradfahren ermöglicht dann wenigstens, dass man sich da mal gehen lässt. Ja. Das mit dem Abnehmen hat jetzt seit Januar stagniert, bin nochmal ein bisschen runtergekommen. Dann war ich in den USA, da habe ich dann wieder ein bisschen zugenommen, weil da auf der Konferenz gab es einfach ständig was zu essen und in den Pausen und immer, also Fett und Kohlenhydrate reichlich. Und obwohl ich da auch Sport gemacht habe, hat das natürlich dann nicht gereicht. Und ja, also irgendwie, ich weiß, also ich fühle mich halt extrem fit im Moment, ich fühle mich total gut und mein Körper ist auch, da ist nicht mehr so viel Fett übrig. Ich hatte mir trotzdem vorgenommen, auf 90 Kilo runterzukommen, einfach weil es so einfach war, und auch mit 90 Kilo habe ich halt bei weitem noch kein Untergewicht. Und wie gesagt, mein Übergewicht fängt bei 95 Kilo an, da bin ich dann bei BMI 25. Und ja, auch wenn das vielleicht mit dem BMI bei meiner Körpergröße nicht mehr ganz hinhaut und auch wenn ich durch das viele Training jetzt vielleicht tatsächlich auch schon ein bisschen Muskelmasse aufgebaut habe, ich möchte einfach nicht wieder hin. Und wenn ich, also ich will auf gar keinen Fall jemals wieder 100 Kilo wiegen, das ist mir irgendwie wichtig. Wenn ich mal wieder 95 Kilo wiege, ist das jetzt nicht so schlimm, das passiert ja auch schnell, wenn man dann mal irgendwie einen Tag zu viel gegessen hat oder zu wenig getrunken und dann Wassereinlagerung, bla, bli, blub. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ich überlege immer noch, ist 90 Kilo ein sinnvolles Ziel? Muss ich mich jetzt irgendwie quälen? Bisher habe ich mich beim Abnehmen nicht gequält und so wichtig ist es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie mich runterhungere auf 90 Kilo und deswegen ist der Ehrgeiz, dieses Ziel, was ich mir gesteckt habe, übrigens erst im Dezember, ursprünglich war mein Ziel unter 95 Kilo zu wiegen und zwar dauerhaft und das habe ich auch schon erreicht, aber weil das so einfach zu erreichen war, habe ich mir das Ziel halt nochmal ein bisschen niedriger gesteckt, um noch ein bisschen Sicherheitsabstand zum Übergewicht zu haben und ja, das ist jetzt aber halt einfach eigentlich nicht mehr so wichtig, dieses noch niedriger gesteckte Ziel zu erreichen. Deswegen ist da der Ehrgeiz mir schon wieder ein bisschen im Weg. Also jetzt fängt es halt an, dass ich mich ärgere, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel, wann war das, Samstagabend, habe ich dann, ich habe am Samstag ein bisschen Sport gemacht, bin ein bisschen gelaufen. Und habe abends auf einmal aber einen Fressflash gekriegt und irgendwie eine ganze Tüte Chips und noch irgendwie ein bisschen Schokolade gegessen. Und das war geil, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und ich lag irgendwie erschöpft auf dem Sofa mit meiner Frau zusammen und haben Big Bang Theory geguckt. Und das war irgendwie nett und es hat einfach dann Spaß gemacht, irgendwie ein bisschen Wein getrunken und halt deutlich mehr als vernünftig noch genascht. Ja, und ich konnte es nicht ausschließlich genießen, weil ich wusste, ja, verdammt, damit irgendwie gehe ich jetzt halt deutlich über die Kalorien, die ich verbraucht habe, und habe mich dann darüber geärgert. Andererseits, ja, dann ist es halt so, dann, also ich mag mich über solche Sachen nicht ärgern, genauso wie das blöd ist, sich nach dem Laufen darüber zu ärgern, dass man irgendwie eine bestimmte Zeit nicht erreicht hat oder so.
das hält einen doch nur auf. Also das bringt einen seinem Ziel nicht wirklich näher, wenn man sich über sich selbst gesteckte Ziele, die vielleicht sogar nicht mal ganz vernünftig sind, zu ärgern, wenn man sie nicht erreicht. Und diese Art von Ehrgeiz, da suche ich regelmäßig nach Möglichkeiten, diesem Ehrgeiz zu entgehen. Ehrgeiz ist natürlich auch manchmal was Gutes. Also wenn man sich gar keine Ziele setzt und gar keinen Ehrgeiz hat, dann fehlt einem vielleicht manchmal auch der Antrieb, also mir ginge es zumindest so, überhaupt irgendwas zu machen. Oder überhaupt irgendwo Energie an den Tag zu legen. Aber da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist, ob man wirklich ehrgeizige Ziele braucht und ehrgeizig diese Ziele zu erreichen, um überhaupt mal irgendwas zu erreichen. Ich glaube, das geht auch ohne. Und gerade im privaten Bereich, wenn es um Hobbys geht oder um Sport oder um so körperliche Ziele, da ist Ehrgeiz, glaube ich, häufiger im Weg, als dass er wirklich hilft. Gute Ziele sollte man sich natürlich trotzdem überlegen. Ich habe ja, als Mark Maslow mich zum Thema Ziele irgendwie ins Denken gebracht hat, habe ich mir überlegt, mein Ziel, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist mein sportliches Ziel, dass ich dauerhaft kein Übergewicht habe und jedes Jahr mindestens einmal einen 10-Kilometer-Lauf schaffe, ohne großartige Schmerzen, bis ich 75 Jahre alt bin. Das ist so mein Ziel. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist bis 75, aber das ist erstmal so ins Auge gefasst, damit ich nicht irgendwann denke, so jetzt bin ich in Rente. Wird mir wahrscheinlich erst mit 70 passieren oder so. Ich bin ja erst 42 Jahre alt und in meiner Generation gibt es eben nicht mehr die Rente mit 65, so wie es in meiner Elterngeneration war. Da war, also mein Vater ist mit 61 in Rente gegangen, meine Mutter glaube ich schon mit 60 oder so. Was dann irgendwie noch nicht mal wirklich Frührente war, sondern ja einfach mal irgendwie, ich glaube 63 war das Regelrentenalter in deren Generation. Bei uns ist jetzt schon 67 und ich rechne damit, dass das irgendwie wahrscheinlich nochmal höher gesetzt wird oder dass ich von der Rente, die ich dann bekäme, einfach noch nicht gut genug leben kann im Alter, um da irgendwie wirklich sorgenfrei zu leben. Denn Leben im Alter ist dann ja auch schnell mal etwas teurer, wenn man dann ja eben vielleicht irgendwann mal nicht mehr fit ist und irgendwelche Hilfsmittel braucht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber Rente ist auch jetzt auch gar nicht irgendwie das Thema sein. Wobei da natürlich auch, ne, also ich kenne Leute, die haben den Ehrgeiz schon nicht mehr arbeiten zu müssen, bevor sie 60 sind, damit sie halt möglichst viel von ihrem Lebensabend noch in gesundheitlicher Frische erleben können. So, und dann sagen sie halt, dann fange ich lieber früher an mit nicht mehr arbeiten müssen, weil ich mir nicht sicher sein kann, wie lange mir die Gesundheit erhalten bleibt. Ist ja auch ganz richtig. Allerdings bedeutet das halt, dass sie so viel Ehrgeiz an den Tag legen, jetzt möglichst viel Geld zu verdienen, dass sie wahrscheinlich nicht so lange gesund bleiben können, weil viel Arbeiten eben auch dann sehr anstrengend ist. Wie ist es nun mit Ehrgeiz in professionellen Zielen, also in der Arbeit? Ich kenne Leute, die haben ganz viel Ehrgeiz, Karriere zu machen. Die sagen irgendwie sowas wie, ich bin jetzt bald 40, ich muss jetzt Karriere machen. Also, und das bedeutet dann leider irgendwie immer zum Manager befördert werden, im Sinne von Personalverantwortung bekommen und eine Karriereleiter erklimmen. Koste es, was es wolle, beziehungsweise ob es Sinn ergibt oder eben auch nicht. Und das halte ich für einen komplett falschen Ehrgeiz, denn die Karrierewege, die so normalerweise aufgezeichnet sind, die ziehen selten in Betracht die Entwicklung eines Mitarbeiters wirklich sinnvoll zu unterstützen. Also bei meiner Firma gibt es durchaus getrennte Karrierepfade für Leute mit Personalverantwortung, also Manager,
und Mitarbeiter ohne Personalverantwortung, Individual Contributors, wie es bei uns heißt. Das ist schon mal ganz gut. Da kann man als Softwareentwickler sagen, ich möchte durchaus befördert werden, aber ich möchte nicht Personalverantwortung übernehmen. Und da gibt es eine lange Karriereleiter bis hin zum Fellow, der dann irgendwie auf einer Stufe mit Vice Presidents steht, was die Karriereposition angeht, Hierarchieposition. Das ist ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass es für jedes Individuum notwendig ist, überhaupt befördert zu werden. Oder ja, ich selbst habe mit meinem Chef schon vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, als ich dort angefangen habe, gesagt, dass es mir eigentlich ziemlich egal ist, auf welcher Karrierestufe ich bin oder auf welcher Hierarchiestufe ich hänge. Ich möchte hier gute Arbeit machen und einen guten Einfluss darauf nehmen, wie die Firma sich entwickelt. Mag total naiv sein. Ich bin ja gerne mal naiv, wird mir auch gerne mal vorgeworfen. Andererseits gibt es Leute, die sich darüber freuen, dass auch andere Menschen als sie selbst so naiv sind und trotzdem noch Erfolg haben können. Habe ich letztens eine Nachricht bekommen, das hat mich sehr gefreut. Tatsächlich, wenn man im beruflichen Leben von sich selber sagt, dass einem Karriere nicht so wichtig ist, kann das natürlich dann auch so wirken wie, na gut, er traut es sich nicht zu. Ich selbst traue mir selbst sehr, sehr viel zu. Leider überschätze ich mich dann auch gerne mal. Aber das ist mir tatsächlich nicht mehr wichtig, dass ich da irgendwie befördert werde oder Personalverantwortung übernehme oder was auch immer, sondern ich sehe einfach gern, wie meine Arbeit, die ich mache, zu Erfolgen führt und dass irgendwie, dass wir alle gemeinsam, also die Leute, mit denen ich gemeinsam arbeite und ich, Werte schaffen für die Firma, in der wir arbeiten. Und das macht mir Freude. Letztendlich ist Arbeit natürlich dann auch eher noch Mittel zum Zweck. Also ich weiß gar nicht, wenn ich nicht arbeiten müsste, ob ich dann noch so viel arbeiten würde. Wahrscheinlich eher nicht. Dann würde ich mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen, die mir noch mehr Freude bereiten. Aber ich verbringe nun mal viel Zeit bei der Arbeit und entsprechend möchte ich das da gerne schön haben und also auch Spaß haben und Freude an der Arbeit. Und dazu gehört für mich halt, ja, positive Effekte haben, also eine sinnvolle Arbeit verrichten. Ich möchte gerne, dass das irgendwie was bringt, was ich da tue. Möglichkeit zur Weiterentwicklung, aber nicht im Sinne von Befördern und Karriere, sondern im Sinne von, ich möchte gerne neue Skills aufbauen, neue Dinge erfahren und Sachen lernen. Das passiert aber sowieso andauernd in meiner Branche. Komme ich da gar nicht drum rum, ständig was Neues lernen zu müssen. Und das ist dann nicht ehrgeizgetrieben oder irgendwie hat nichts mit ehrgeizigen Zielen zu tun, obwohl man das ja häufig so sagt, man müsse sich mal ehrgeizige Ziele stecken, um sie dann eben auch zu erreichen. Auch da weiß ich einfach, dass ich viele Sachen gar nicht so sehr beeinflussen kann oder dass es gar nicht so sinnvoll ist, Dinge so zielstrebig zu verfolgen, wie ich das noch zu Zeiten meiner Doktorarbeit gemacht habe, weil ich mich da in so komplexen Gefügen bewege, dass ich das gar nicht alles vorhersagen kann, was denn alles passieren wird. Das ist eigentlich genau der gleiche Grund, warum Softwareentwicklung nicht wasserfallartig betrieben werden sollte, im Sinne von, man erstellt erst einen 2-Jahres-Plan und führt ihn dann aus und am Ende hat man, nach 2 Jahren hat man dann ein Produkt, von dem man schon vor 2 Jahren wusste, was es denn genau werden soll. Das funktioniert nicht. Sondern agile Softwareentwicklung bedeutet halt, dass man ständig überprüft, ob man noch auf dem richtigen Weg ist und möglichst schnell lernt, welches Produkt man denn eigentlich erstellen sollte. Und genauso ist es auch in der beruflichen Entwicklung bei mir, dass ich halt ja ständig versuche, Wert zu erschaffen und dann prüfe, ist das jetzt wertvoll gewesen, was ich gemacht habe? Wenn ja,
Gehe ich weiter in diese Richtung? Wenn nein, schlage ich einen anderen Weg ein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ehrgeizig ein bestimmtes Ziel verfolge, sondern dass ich einfach so Wert schaffen möchte. Ja, so viel zu meinen wirren Gedanken, was Ehrgeiz angeht. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Man könnte natürlich nochmal den Bogen schlagen zu den 7 Todsünden der katholischen Kirche. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. In dem Wort Ehrgeiz ist ja das Wort Geiz mit drin. Und Geiz ist eine der Todsünden. Aber geizig ist man ja gar nicht. In dem Sinne beim Thema Ehrgeiz. Man geizt ja auch nicht mit Ehre. Ehre ist mit drin. Ist auch ein Konzept, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. So Ritterehre oder also Ehre im Sinne von Menschenwürde. Wenn man jemanden in seiner Würde oder Ehre verletzt, damit kann ich schon mehr anfangen als mit der Ehre irgendwie, weiß ich nicht, ein bestimmtes Amt inne zu haben oder sonst wie was. Habe die Ehre, keine Ahnung. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Aber ja, vielleicht ist dieser Bogen auch zu weit geschlagen. Ist ja auch wurscht, würde ich sagen. Genau, so viel dazu. Ach so, jetzt wollte ich natürlich eigentlich noch erzählen, dass ich, oder habe ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Wenn, dann erzähle ich es halt nochmal. Wir haben uns zum Triathlon angemeldet. Thema Ehrgeiz, genau. Und zwar habe ich beim Laufen mit meinem Arbeitskollegen, der auch Triathlet ist, irgendwie haben wir über Sport mit Familie gesprochen und der sagte dann, naja, wenn deine Tochter schwimmt und deine Frau Rad fährt und wir laufen jetzt hier gerade zusammen, also offenbar bin ich Läufer, dann mach doch eine Familienstaffel. In Norderstedt findet im Herbst ein Triathlon statt, wo es eben auch Familienstaffel als extra Kategorie gibt. Finde ich total cool, denn in so einer Triathlon-Staffel müssen ja immer mindestens, also müssen halt 3 Sportler mitmachen und wenn das eine Familienstaffel ist, dann muss halt auch mindestens irgendwie ein Kind dabei sein. Ja, und gesagt, getan, haben uns halt für die Familienstaffel angemeldet. Die Distanz nennt sich Volkstriathlon. Ist eine sehr kurze Distanz. Mareile muss 500 Meter schwimmen. Das wird sie sicher locker schaffen, weil sie ja in der DLRG ist und Rettungsschwimmerin ist. Und das, auch wenn das dann im Freigewässer und im Wettkampf nochmal was ganz anderes ist als im Schwimmbad mit den Bahnen, traue ich ihr das also locker zu. Meine Frau muss 20 Kilometer Radfahren. Da hatte sie erst ein bisschen Respekt davor, weil wir nicht genau wussten, wie schnell sie das schaffen muss, ob es dann irgendwo einen Besenwagen gibt oder eine Cut-Off-Zeit, wie das heutzutage heißt. Gibt es zum Glück nicht. Die Veranstalterin sagte, ja, bis 18 Uhr solltet ihr dann mal fertig sein, dann wollen wir abbauen. Aber das wäre halt genügend Zeit, um auch zwischendurch noch ein Picknick zu machen. Könnte man da auch machen. Meine Frau hat ja gerade ein neues Hollandrad, da kann man dann vorne so eine Baguette-Stange und eine Flasche Wein reinstellen. Vielleicht fährt sie einfach damit und nicht mit dem Rennrad, das wir uns ausgeliehen haben. Welches ihr sowieso zu groß ist, da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ja, und ich muss dann 5 Kilometer laufen. Das ist gar kein Problem. Und da ist mir aber auch vollkommen klar, ich habe da gar keinen Ehrgeiz. Ich möchte das gerne machen, weil das bestimmt Spaß bringt mit der Familie. Leider kann Lovis halt noch nicht mitmachen. Vielleicht kann sie nächstes Jahr einfach das Laufen übernehmen. Und ich laufe dann allein. Ich mache dann alleine Triathlon oder ich bin dann einfach Begleitung und feuer die 3 Frauen an. Also für mich wäre das auch gar kein Problem, dann nicht mit zu sportlich aktiv zu sein. Habe an Wettkämpfen auch gar nicht mehr so, also den Ehrgeiz, irgendwie was zu gewinnen. Wir machen im Ende August, machen wir von der Firma aus die Mopo, wie heißt das, Staffellauf, genau, den Mopo-Staffellauf im Stadtpark mit 5x5 Kilometer. Da sind wir mittlerweile 3 oder sogar bald 4 Staffeln von meiner Firma, die da mitmachen. Da gibt es eine Gruppe, die sagt, hey, wir wollen eine Staffel zusammenstellen mit den Schnellsten und wir wollen mal gucken, ob wir es schaffen, in die Top 10 zu kommen. Wir wollen halt jeder irgendwie die 5 Kilometer in unter 20 Minuten schaffen. Gut, das schaffe ich sowieso nicht, aber
Das ist schon sehr, sehr ehrgeizig, finde ich. Damit schaffen sie es dann garantiert auch unter die Top 10. Das reizt mich halt auch gar nicht. Also ja, das wäre irgendwie witzig, da was zu gewinnen, aber das muss überhaupt nicht sein. Und auch diese Familienstaffel Triathlon in Norderstedt, da geht es dann überhaupt nicht ums Gewinnen, sondern und auch nicht ums Antreiben. Also ich möchte auch nicht meine Tochter oder meine Frau jetzt dazu quälen, dass sie besonders viel trainieren. Macht zwar Spaß zu trainieren, aber nur, wenn es halt Spaß bringt. So, und wenn man sich dann irgendwie quält, weil einem das eigentlich zu viel ist, dann lässt man es halt und guckt, dass man den Triathlon vielleicht einfach so mitmacht, ohne zu trainieren. Das geht dann ja bestimmt auch. Denke ich mal, dass man einfach mal Spaß daran hat und eine gemeinsame Zeit verbringt. Genau, und das erklärt dann jetzt vielleicht auch endlich das Episodenbild, denn das Schaf mit den Laufsocken, das bin ich. Das gab es schon mal in der Barfußlauf-Episode. Die Eule mit den Schwimmflügeln ist meine Tochter, die hat sich ein bisschen beschwert, dass sie Schwimmflügel anhat, denn sie ist halt eine echt gute Schwimmerin. Aber ich fand die Idee lustig. Und die Katze auf dem Fahrrad ist dann meine Frau. Die hat früher eine Katze gehabt. Die Eule von Mareile ist natürlich die Eule von den Klokschieters und das Schaf ist natürlich das Einschlafenschaf. Meine Frau macht keinen Podcast, deswegen gibt es da kein Tier dazu, aber sie hatte früher eine Katze und mag Katzen, deswegen dachte ich, Katze ist vielleicht ganz gut. Ist sehr schön geworden. Vielen Dank, Monja, für das Bild. Und ja, das wird bestimmt eine lustige Aktion in Norderstedt. Wenn ihr in Norderstedt seid, kommt gerne an die Strecke und feuert uns an. Unser Team heißt die Einschlafenden Klokschieders. Sehr alberner Name. Aber ja, das wird bestimmt eine nette Aktion. Ich hoffe auf gutes Wetter und dass das einfach irgendwie nett ist. Ja. Können wir alle gemeinsam uns gegenseitig anfeuern. Gut. Dann habe ich, glaube ich, soweit alles erzählt. Kommen wir mal zum Rilke der Woche. Ich sink hier schon wieder so runter. Ach. So ein aufrechter Hinsetzen. Der Rilke der Woche heißt: Unsere Mütter sind schon müd. Und das seid ihr hoffentlich mittlerweile auch. Unsere Mütter sind schon müd. Und wenn wir sie ängstlich drängen, lassen sie die Hände hängen. Und sie glauben fernen Klängen, oh, wir haben auch geblüht. Und sie nähen an den weißen Kleidern, die wir schnell zerreißen in dem staubigen Stubenlicht, wie sie sich so treu befleißen, und da sehen sie unsere heißen Hände nicht. Und wir müssen sie dir zeigen, wenn die Mütter nicht mehr wacht, wenn die Mutter nicht mehr wacht, und sie werden in der Nacht wie zwei weiße Flammen steigen. Ja. Genau. Ich bin auch schon müde, aber trotzdem lese ich euch jetzt hier noch was vor. Wir waren in dem Elfenmärchen irgendwie nur ein paar Seiten weit gekommen. Da war ich noch müder letztes Mal, weil ich so lange erzählt hatte von Yosemite. Auf Seite 200 sind wir von den irischen Elfenmärchen. Jenes 18., das da heißt die Banshee von McCarthy. Da ging es darum, dass da ein lebenslustiger Mann anscheinend zu früh gestorben ist. Tobi gähnt. So, Augen zu und zugehört. Die Nacht war ziemlich vorgerückt. Das laute Jammergeschrei, welches den Tag über in und um das Haus herrschte, hatte einem feierlichen und düstern Schweigen Platz gemacht. Und Frau McCarthy, der das Herz ungeachtet der langen Ermüdung und nächtlichen Wachen zu schwer war, um schlafen zu können, lag in heißem Gebet auf den Knien in einem Zimmer, das unmittelbar an das ihres Sohnes stieß. Plötzlich ward sie in ihrer Andacht durch ein ungewöhnliches Geräusch unterbrochen, welches von den Personen kam, die bei der Leiche wachten. Zuerst war es ein leises Gemurmel, dann war alles still, als wenn die Bewegung jener, die in dem Zimmer sich befanden, durch einen heftigen Schrecken wären gelähmt worden. Jetzt brach ein lauter Schrei des Entsetzens aus, die Türe des Zimmers ward aufgerissen und was im Gedränge sich aufrecht erhalten konnte, stürzte wild untereinander nach der Treppe hin, zu welcher der Weg durch der Frau McCarthy Gemach führte. Frau McCarthy drang durch das Gewirr in das Zimmer ihres Sohnes und fand ihn aufrecht im Bette sitzen, starr um sich schauend, gleich einem, der aus dem Grabe erstanden ist.
ein gewisser Glanz, der sich über die eingesunkenen Züge und die spitzen, abgestorbenen Formen verbreitete, verlieh seinem ganzen Anblick etwas überirdisch Grauenhaftes. Frau McCarthy war nicht ohne Festigkeit der Seele, aber befangen in dem Aberglauben ihres Vaterlandes. Sie sank auf die Knie und die Hände faltend betete sie laut. Die Gestalt vor ihr bewegte den Mund und brachte bloß heraus: Mutter. Die bleichen Lippen zuckten, als hätten sie die Absicht, den Gedanken zu beendigen, aber die Zunge versagte den Dienst. Sie sprang auf ihn zu und die Hände ausstreckend rief sie: Rede, im Namen Gottes und seiner Heiligen, Rede, lebst du? Er wendete sich langsam zu ihr hin und sprach mit sichtbarer Anstrengung: Ja, meine Mutter, ich lebe, aber sitzt nieder und sammelt euch. Ich will euch etwas erzählen, worüber ihr mehr erstaunen werdet als über das, was ihr gesehen habt. Er lehnte sich aufs Kopfkissen zurück und während sie neben dem Bette knien blieb, eine von seinen Händen in der ihrigen haltend und zu ihm aufschauend, wie jemand, der seinen eigenen Sinnen nicht mehr traut, fuhr er fort: Unterbrecht mich nicht, bis ich zu Ende bin. Ich möchte gerne sprechen, solange der Reiz des wiederkehrenden Lebens in mir dauert, denn ich fühle, dass ich hernach langer Ruhe bedarf. Von dem Anfang meiner Krankheit habe ich nur eine verwirrte Erinnerung, doch in den letzten 12 Stunden habe ich vor dem Richterstuhl Gottes gestanden. Starrt mich nicht so ungläubig an, Mutter, es ist wahr, wie es meine Sünden sind, und ich hoffe, dass es meine Reue sein wird. Ich habe den hehren Richter gesehen, strahlend in all den Schrecken, die ihn umgeben, wenn die Gnade der Gerechtigkeit weicht. Ich habe die furchtbare Herrlichkeit der beleidigten Allmacht gesehen. Und ich erinnere mich dessen wohl. Es ist mir fest eingeprägt und mit unauslöschlicher Schrift in mein Gehirn gedrückt, aber dahin reicht menschliche Sprache nicht. So viel ich kann, will ich beschreiben. Ich muss mich kurz fassen, es ist genug gesagt. Ich ward auf die Waage gelegt und zu leicht befunden. Das unwiderrufliche Urteil sollte eben gefällt werden. Die Augen meines allmächtigen Richters, die mich angestrahlt hatten, sprachen schon halb meine Verdammung aus, als ich bemerkte, dass der heilige Schutzengel, an den ihr so oft mein Gebet richtetet, als ich noch ein Kind war, in einem Ausdruck voll Güte und Mitleid mich ansah. Ich streckte die Hand nach ihm aus und flehte um seine Fürsprache. Ein Jahr nur, ein Monat, bat ich, möchte mir noch auf Erden gegeben werden zur Reue und Sühne für meine Vergehung. Er kniete selbst vor den Füßen meines Richters und flehte um Gnade. Ach, niemals, und sollte ich noch übergehen, nacheinander in 10.000 verschiedene Zustände meines Daseins, niemals in alle Ewigkeit werde ich das Entsetzen jenes Augenblicks vergessen, wo mein Schicksal zur Entscheidung kam und von einer Sekunde abhing, ob unaussprechliche Qualen auf endlose Zeiten mein Los sein sollten. Doch die Gerechtigkeit verschob ihren Beschluss und die Gnade sprach in festem, milden Ton: Kehre zurück auf die Welt, in welcher du gelebt hast, aber nur um die Gesetze dessen zu versöhnen, der die Welt und dich geschaffen hat. 3 Jahre sind dir gegeben zu bereuen. Sind diese verflossen, dann sollst du abermals hier stehen, um erlöst zu werden oder dem ewigen Verderben preisgegeben. Ich hörte nichts mehr, ich sah nichts mehr, bis ich zum Leben erwachte, in dem Augenblick, wo ihr eintratet. Seine Kräfte reichten gerade so weit, um diese letzten Worte zu Ende zu bringen. Und sobald er sie ausgesprochen hatte, schloss er die Augen und lag völlig erschöpft. Die Mutter, obgleich sie, wie vorhin bemerkt, übernatürliche Erscheinungen nicht gerade ableugnete, war doch ungewiss, ob sie ihm glauben sollte oder annehmen, dass er, wiewohl aus einer Ohnmacht erwacht, welche die Krise der Krankheit möchte gewesen sein, noch immer an Geistesabwesenheit litte. Ruhe indessen war ihm in jedem Falle Bedürfnis und sie traf sogleich Vorkehrungen, dass er sie ungestört genießen konnte. Nach einigen Stunden Schlaf wachte er neu gestärkt auf und von da an nahm die Genesung stufenweise beständig zu. Karl beharrte stets bei der Erzählung von seiner Vision, so wie er sie gleich das erste Mal gegeben hatte, und die Überzeugung von ihrer Wahrheit musste notwendig von entschiedenem Einfluss auf seine Lebensweise und sein Betragen sein. Er gab seinen früheren Umgang nicht völlig auf, denn die Heiterkeit seiner Natur
war durch seine Umwandlung nicht getrübt worden, aber er nahm an Ausschweifungen niemals teil. Dagegen war er oft ernstlich bemüht, die anderen davon abzuhalten. Er war gottesfürchtig ohne Scheinheiligkeit, ernst ohne Strenge und gab ein Beispiel, wie Laster sich in Tugend umwandeln könne, ohne vornehm, herb und trübselig zu werden. Die Zeit verstrich und lang ehe die 3 Jahre zu Ende gingen, war die Geschichte von der Vision vergessen. Oder wenn die Rede darauf kam, wurde sie gewöhnlich als ein Beweis angeführt, wie unvernünftig es sei, an solche Dinge zu glauben. Karls Gesundheit bei der Mäßigung und Regelmäßigkeit seiner Lebensweise ward kräftiger als je. Es ist wahr, seine Freunde hatten oft Gelegenheit, ihn wegen seines ernsthaften und zurückgezogenen Betragens zu necken, welches man an ihm bemerkte, als sich die Zeit näherte, wo er sein 27. Jahr vollendete. Gewöhnlich jedoch zeigte er im Umgang jene Lebendigkeit und Heiterkeit, die ihm eigentümlich war. Unter Leuten wich er jedem aus, der sich bemühte, ihm eine bestimmte Äußerung rücksichtlich jener Voraussagung zu entlocken. Doch in seiner eigenen Familie war es kein Geheimnis, dass er fest daran glaubte. Indessen, als der Tag herankam, an welchem die Prophezeiung durchaus sich bewähren musste, versprach sein ganzes Aussehen ein so langes und gesundes Leben, dass er sich durch seine Freunde überreden ließ, zur Feier seines Geburtstags eine große Gesellschaft zu einem Gastmahl auf Spring House einzuladen. Veranlassung dazu und alle Umstände, die sie begleiteten, lernt man am besten kennen, wenn man folgende von Verwandten der Familie sorgfältig aufbewahrten Briefe liest. Der erste ist von der Frau McCarthy an eine vertraute und bewährte Freundin, welche zu Castleberry in der Grafschaft Cork, etwa 12 Meilen von Spring House, wohnte. Dienstag, den 15. Oktober 1752. Teuerste Mary, ich fürchte, ich setze durch diesen Brief eure Liebe für eure alte Freundin und Verwandten auf eine zu harte Probe. 2 Tage in dieser Jahreszeit auf schlechten Wegen und in dieser unruhigen Gegend zu reisen, in der Tat, man muss auf eine Freundschaft wie die eurige bauen, wenn man eine besondere Frau zu diesem Unternehmen bereden will. Aber in Wahrheit, ich habe oder bilde mir ein, mehr als gewöhnliche Ursache zu haben, euch in meiner Nähe zu wünschen. Ihr kennt die Geschichte von meinem Sohn. Ich kann nicht sagen, wie es zugeht, aber mit dem, dass der nächste Sonntag heranrückt, wo die Voraussagung seines Traumes sich als falsch oder wahr bewähren muss, fühle ich im Herzen eine Mutlosigkeit, die ich nicht besiegen kann, und eure Gegenwart, geliebteste Mary, würde, wie sie schon mehr getan hat, manche von meinen Sorgen beschwichtigen. Mein Neffe Jacob Bryan wird sich mit Johann Osborne, wie ihr wisst, meines Sohnes Mündel, verheiraten, und das Hochzeitsfest soll hier den nächsten Sonntag gefeiert werden, obgleich Karl sehr darauf dringt, es 1 oder 2 Tage weiter hinauszuschieben. Wollte Gott, doch ich verspare alles auf mündliche Unterredung. Überwindet euch, euren guten Mann auf eine Woche zu verlassen, wenn die Landwirtschaft ihm nicht erlauben sollte, euch zu begleiten. Bringt aber die Mädchen mit und kommt so früh vor Sonntag, als euch möglich ist. Obgleich dieser Brief den Mittwochenmorgen zu Castleberry anlangte, da der Bote durch Sumpf und Moor auf Fußwegen gegangen war, wo Pferd und Wagen nicht fortkommen, so hatte doch Frau Berry zwar gleich zur Reise entschlossen, doch so mancherlei Einrichtungen für den Haushalt zu treffen, welcher in Irland bei dem mittleren Adel leicht in Verwirrung gerät, wenn die Hausfrau nicht zugegen ist, dass es ihr und den beiden jüngeren Töchtern unmöglich fiel, eher als Freitagmorgen abzureisen. Die älteste Tochter blieb zurück, dem Vater Gesellschaft zu leisten und die Aufsicht über das Hauswesen zu führen. Da sie die Reise in einem offenen, einspännigen Wagen machten und die Wege zu aller Zeit schlecht, durch häufige Regengüsse noch grundloser geworden waren, so nahmen sie sich vor, 2 bequeme Stationen zu machen, die erste Nacht auf der Hälfte des Weges zuzubringen und sonnabends bei guter Zeit zu Spring House einzutreffen. Dieser Plan konnte aber nicht ausgeführt werden, da sie einsahen, dass bei ihrer späten Abfahrt sie höchstens 5 Meilen den ersten Tag machen konnten. Sie beschlossen daher, in dem Haus des Herrn Burke, eines Freundes, zu übernachten, der noch etwas näher wohnte. Sie langten ziemlich durchgeschüttelt, aber doch wohlbehalten bei ihm an.
was ihnen auf der Reise am folgenden Tag bis nach Springhouse und nach ihrer Ankunft da selbst begegnete, ist ausführlich in einem Brief erzählt, den die zweite Miss Berry an ihre älteste Schwester von dort her schrieb. Sonntagabend, den 20. Oktober 1752. Da der Mutter Brief, in welchem dieser eingeschlossen liegt, euch im Allgemeinen die traurige Nachricht ankündigt, welche ich hier vollständiger mitteilen soll, so glaube ich, ist es besser, wenn ich bei den Erzählungen von den ungewöhnlichen Ereignissen der beiden letzten Tage regelmäßig verfahre. Bei Herrn Burg trafen wir den Freitagabend so spät ein, dass wir gestern unmöglich zu rechter Zeit ausfahren konnten und deshalb mit einbrechender Nacht noch mehr als 3 Meilen von Springhouse entfernt waren. Die Wege von dem anhaltenden Regen der vorigen Wochen ganz aufgeweicht gestatteten uns nur ein langsames Fortbewegen, sodass sich die Mutter endlich entschloss, die Nacht in dem Hause von Herrn Burgs Bruder zuzubringen, das eine kurze Strecke von dem Weg abliegt. Der Tag war windig und regenhaft gewesen und der Himmel schien drohend, trüb und ungewiss. Der Mond stand voll und zeigte sich wohl dann und wann hell und glänzend, meist aber hinter schwerem, dunklem und zerrissenem Gewölk versteckt, das schnell vorüberzog, jeden Augenblick in noch größeren Massen heranrückte und sich für einen kommenden Sturm anzuhäufen schien. Der Wind, der uns ins Gesicht blies, pfiff kalt durch die niedrigen Hecken an den Seiten der Landstraße, auf welcher wir bei der Menge tiefer Pfützen nur mit Mühe weiterkamen und wo wir nirgends den geringsten Schutz hoffen durften, da meilenweit keine Anpflanzung war. Die Mutter fragte daher den Lorenz, welcher den Wagen führte, wie weit wir noch vom Herrn Burgs Gut waren. »Noch ein paar Steinwürfe weiter«, antwortete er, »bis zu dem Kreuzweg, dann brauchen wir uns nur links in dem Baumgang zu wenden.« »Gut, Lorenz, wenn du zu dem Kreuzweg kommst, so lenke ein nach Herrn Burgs Haus.« Kaum hatte die Mutter diese Worte gesprochen, so drang ein Schrei, vor dem wir zusammenfuhren, als habe er uns das Herz durchschnitten, von der Hecke gerade auf uns ein. War er irgendeinem irdischen Laute ähnlich, so schien es der Schrei eines Weibes, welches von einem heftigen oder mörderischen Schlag getroffen sein Leben in tiefer, entsetzlicher Todesangst ausstößt. »Gott behüte uns«, rief die Mutter, »steigt über die Hecke, Lorenz, und hilft dem Weib, wenn es nicht schon tot ist, während wir zu der Hütte zurückeilen, an der wir eben vorübergekommen sind, und im nächsten Dorfe Lärm machen.« »Ein Weib«, sagte Lorenz, indem er mit aller Macht aufs Pferd peitschte und seine Stimme zitterte, »das ist kein Weib. Je schneller wir davon eilen, desto besser«, anstrengte sich aufs Neue an, die trägen Schritte des Pferdes zu beleben. Wir sahen nichts. Der Mond hatte sich versteckt. Es war ganz dunkel und wir erwarteten längst einen Regenguss. Eben aber, als Lorenz gesprochen hatte und es ihm gelungen war, das Pferd in raschere Bewegung zu bringen, hörten wir deutlich ein lautes Zusammenschlagen der Hände, auf welches ein Schrei nach dem anderen folgte, was die letzte Anstrengung der Angst und Verzweiflung zu bezeichnen und von einer Person auszugehen schien, welche innerhalb der Hecke eilig dahinrannte, um mit uns gleichen Schritt zu halten. Noch immer sahen wir nicht das Geringste. Endlich, als wir nur noch 10 Schritte von der Stelle waren, wo ein Fahrweg zu Herrn Burgs Haus links einbog, die Straße nach Springhouse aber nach rechts sich wendete, brach der Mond plötzlich hinter den Wolken hervor und ließ uns so deutlich, als ich hier dieses Papier sehe, die Gestalt einer schlanken, hageren Frau erblicken, mit unbedecktem Haupte und langem, rund um ihre Schultern flatternden Haaren, gekleidet in etwas, das aussah wie ein weiter weißer Mantel oder ein eilig umgeworfenes Betttuch. Sie stand in dem Winkel der Hecke, wo die Straße, auf der wir uns befanden, an jene stieß, welche nach Springhouse führte, mit dem Gesicht zu uns zugewendet, während sie den rechten Arm gewaltsam und heftig auf und ab bewegte, als wolle sie uns in dieser Richtung fortziehen. Das Pferd stutzte, sichtbar erschrocken über diese plötzliche Gegenwart der Gestalt, deren äußere Erscheinung ich soeben beschrieben habe und welche eine halbe Minute lang jenes herzzerschneidende Geschrei ausstieß. Sie lief dann auf die Landstraße, verschwand einen Augenblick vor unseren Augen und bald danach sahen wir sie auf einer hohen Mauer stehen, eine kleine Strecke über dem Fahrweg, in welchen wir einzulenken im Begriff waren. Sie deutete beständig auf die Straße nach Springhouse hin, doch
mit trotziger und gebietender Gebärde, als sei sie bereit, sich unserer Einfahrt in jenen Weg zu widersetzen. Die Gestalt schien nun gänzlich und ihr Gewand, das vorhin frei in dem Wind geflattert hatte, war jetzt fest um sie gewickelt. »Dreh um, Lawrence, nach Springhouse, in Gottes Namen«, sagte die Mutter. »Welcher Welt sie auch angehören mag, wir wollen sie nicht erzürnen.« »Es ist die Banshee«, sagte Lawrence, »und ich möchte um mein Leben nicht in dieser Nacht woanders hingehen als nach Springhouse, aber ich fürchte, dort gibt's ein Unglück, sonst zeigt sie uns nicht den Weg dahin.« Mit diesen Worten trieb er das Pferd an, und als wir rechts einbogen, entzog der Mond auf einmal sein Licht, und wir sahen die Gestalt nicht weiter, doch hörten wir deutlich ein fortwährendes Zusammenschlagen der Hände, das jedoch gradweise abnahm, als komme es von jemand, der sich schnell entferne. Wir setzten unseren Weg fort, so rasch es die schlechte Straße und das abgemattete Tier, das uns zog, erlaubte, und kamen vorige Nacht gegen 11 Uhr hier an. Den Zustand, in welchem wir das Haus fanden, kennt ihr bereits aus der Mutterbrief. Um ihn vollständig zu beschreiben, ist es nötig, dass ich einiges von den Ereignissen erzähle, die hier im Laufe der vorigen Woche sich zugetragen haben. Ihr wisst schon, dass die Hochzeit der Johann Osborne mit Jacob Ryan an diesem Tag sollte gefeiert werden und dass die Brautleute mit ihren Freunden vorige Woche hier angelangt waren. Verflossenen Dienstag, an welchem gerade Frau McCarthy morgens früh den Einladungsbrief an uns abgeschickt hatte, war die ganze Gesellschaft kurz vor dem Mittagessen ein wenig ins Freie gegangen. Es scheint, dass ein unglückliches, von Jacob Ryan verführtes Geschöpf in der Nachbarschaft in einem erbärmlichen, höchst betrübten Zustand einige Tage vorher war gesehen worden. Er hatte sich schon seit einigen Monaten von ihr getrennt und, wie man behauptet, sie reichlich versorgt. Doch sie war durch ein Eheversprechen verführt worden und die Scham über ihren unglücklichen Zustand, wozu Missgeschick und Eifersucht kam, hatten ihre Sinne verwirrt. Den ganzen Vormittag über hatte man sie in den Anlagen bei Springhouse umherwandeln gesehen, in einen Mantel gehüllt mit einer Kappe, die ihr fast das Gesicht bedeckte. Sie hatte vermieden, mit einem Glied der Familie zu reden oder ihm nur zu begegnen. Karl ging zu der angegebenen Zeit zwischen Jacob Ryan und einem Dritten in kleiner Entfernung von den übrigen auf dem Sandweg, der eine Anlage von feinem Buschwerk umgab. Jedermann wurde durch einen Pistolenschuss in großen Schrecken gesetzt, welcher aus der dichtesten Stelle des Gesträuchs fiel, an welchem Karl und seine Begleiter eben vorbeigingen. Karl stürzte sogleich zur Erde und es fand sich, dass er am Bein verwundet war. Da sich in der Gesellschaft gerade ein Arzt befand, eilte dieser Beistand zu leisten und nachdem er die Wunde untersucht hatte, erklärte er, dass die Gefahr sehr gering und kein Knochen verletzt sei, die bloße Wunde ins Fleisch aber in wenigen Tagen heilen werde. »Wir werden den Sonntag mehr wissen«, sagte Karl, der in sein Zimmer gebracht wurde. Man verband die Wunde und so wenig Beschwerde entstand daraus, dass einige seiner Freunde einen Teil des Abends in seinem Schlafgemach zubrachten. In näherer Nachforschung ergab sich, dass der unglückliche Schuss von jenem armen Mädchen herrührte, dessen ich vorhin Erwähnung getan habe. Offenbar hatte sie nicht auf Karl gezielt, sondern auf den Zerstörer ihrer Unschuld und Glückseligkeit, der an seiner Seite gegangen war. Nachdem man sie in den Anlagen vergeblich gesucht hatte, kam sie aus freien Stücken in das Haus gegangen. Sie lachte und tanzte, wild singend und jeden Augenblick ausruhend. Endlich habe ich den Ryan getötet. Als sie vernahm, dass es Karl war, nicht Herr Ryan, den der Schuss getroffen, fiel sie besinnungslos nieder und nachdem sie einige Zeit in krampfhaften Bewegungen gelegen hatte, sprang sie auf nach der Türe hin und entschlüpfte den Nacheilenden. Man konnte ihrer nicht wieder habhaft werden bis in der letzten Nacht, wo sie kurz vor unserer Ankunft vollkommen wahnsinnig hierher gebracht wurde. Man hielt Karls Wunde für so unbedeutend, dass die Vorbereitungen zu dem Hochzeitsfest auf den Sonntag ihren Fortgang hatten. Doch in der Freitagnacht war er unruhig und fiebrig und gestern, den Sonnabend, fühlte er sich so schlecht, dass man es für nötig hielt, noch einen Kunstverständigen zur Hilfe zu nehmen. Zwei Ärzte und ein Wundarzt gingen um Mittag zu Rat und der furchtbare Ausspruch lautete, dass, wo nicht vor Nacht eine kaum zu hoffende Veränderung eintrete, binnen 24 Stunden der Tod sich einstellen werde.
Wie es schien, hatte man die Wunde zu fest zusammengeschnürt und auch in anderer Hinsicht ungeschickt behandelt. Leider hatten sich die Ärzte in ihrer Voraussagung nicht geirrt. Kein günstiges Zeichen erschien und lange bevor wir Springhouse erreichten, war jeder Strahl von Hoffnung verschwunden. Der Auftritt, von dem wir bei unserer Ankunft Zeuge waren, hätte ein Herz von Stein gespalten. Schon auf der Straße hörten wir, dass Carl McCarthy auf dem Todbett liege, und als wir das Haus erreichten, bestätigte der Diener, der das Tor öffnete, diese Nachricht. Gerade als wir eintraten, wurden wir durch ein furchtbares Geschrei erschreckt, das von der Treppe aus uns entgegenschallte. Die Mutter glaubte, die Stimme der armen Frau McCarthy zu hören und eilte weiter. Wir folgten und einige Stufen hinaufgestiegen, fanden wir ein junges Weib in dem Zustand wahnsinniger Leidenschaft mit zwei Mägden ringend, deren vereinte Kräfte kaum zureichten, jene abzuhalten, dass sie nicht die Treppe hinaufrannte, über den Körper der Frau McCarthy, welche von Schwachheit überwältigt auf die Stufen niedergesunken war. Wie ich hernach hörte, war es jenes unglückliche Geschöpf, dessen ich vorhin gedacht habe, welche durchaus in Karls Zimmer dringen wollte, um von ihm Vergebung zu erhalten, wie sie sagte, ehe er scheide, sie des Mordes wegen anzuklagen. Dieser wahnwitzige Gedanke war mit einem anderen gemischt, welcher jenem den Besitz ihrer Seele streitig zu machen schien. In einem Atem verlangte sie Karls Vergebung und klagte Herrn Ryan als ihren und Karls Mörders an. Endlich brachte man sie weg und die letzten Worte, die ich sie schreien hörte, waren: Ryan hat ihn getötet, nicht ich. Ryan hat ihn getötet, nicht ich. Als Frau McCarthy wieder zu sich selbst kam, sank sie in die Arme der Mutter, deren Gegenwart ihr ein großer Trost zu sein schien. Sie weinte, die ersten Tränen, welche sie, wie man uns sagte, seit dem unglücklichen Ereignis vergossen hatte. Sie führte uns in Karls Zimmer, welcher, wie sie äußerte, verlangt hatte, uns gleich nach unserer Ankunft zu sehen, weil er sein herannahendes Ende fühlte und die letzten Stunden seines irdischen Daseins ungestört dem Gebet und der Betrachtung zu widmen wünsche. Wir fanden ihn vollkommen ruhig, ergeben, ja heiter. Er sprach von dem schrecklichen Vorfall, dem man Mut und Vertrauen entgegen müsse und den er als eine Entscheidung betrachte, auf welche er seit jener wunderbaren Krankheit vorbereitet gewesen, da er an der Wahrheit der Vorausverkündigung niemals gezweifelt habe. Er sagte uns lebewohl, mit dem Ausdruck eines Menschen, der im Begriffe steht, eine kurze und vergnügte Reise anzutreten, und wir verließen ihn mit dem Eindruck, der bei uns allem Traurigen uns, wie ich gewiss glaube, niemals ganz verlassen wird. Der Brief war nicht geendigt, weil die Schreiberin abgerufen ward. Ehe die Sonne an seinem 27. Geburtstag aufging, war Karls Seele geschieden, vor seinem Schöpfer die letzte Rechenschaft abzulegen. Der nächste Abschnitt heißt die Fuka. Das ist mit der Banshee dann vorbei. Ist ja vielleicht sowieso ein bisschen zu gruselig für den Einschlafen-Podcast. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Wie gesagt, hören wir uns wieder in 3 Wochen. Ich habe noch gar kein Thema für die Sendung dann, aber da wird mir schon was einfallen. Ja, gute Nacht.